Ja, hallo, ich begrüße euch zu dem Vortrag von der CSS Grid und einfaches Responsive Design. Mein Name ist Markus Wortmann. Eine kurze Frage, wer kennt mich noch nicht? Gut, okay. Zur kurzen Erklärung, ich habe selber eine kleine Werbeagentur, mache hauptsächlich Marktbeschriftung, Schüler nicht bekannt. Meine Kunden sind die, ich sage mal, kleinen Kleinstunternehmer, sprich wirklich die Friseuse, der Klempner, der Tischler von nebenan. Und da war es für mich auch immer ein Problem, Responsive Design zu verkaufen, weil der Preis einfach eine Rolle spielt. Ich komme aus Westfalen, ich sage immer, Westfalen ist die Kreuzung vom Schott und vom Schwab. Da ist einfach so, und da kommt es auf 5 Euro an, die da in irgendeiner Art und Weise das ganze Projekt teuer. Ich selber bin Joomla-Anwender. Ich kann zwar ein bisschen mehr programmieren, als ich zugeben möchte, aber ich fühle mich eher als doch der Joomla-Anwender. Für meine Kunden ist das auch nicht absolut nicht wichtig. Ich möchte euch heute, wie gesagt, CSS Grid zeigen. CSS Grid allerdings sehr rudimentär. Das Thema Grid war eigentlich den ganzen Tag. Könnte ich euch das zeigen und lernen. Es würde aber zu weit gehen. Ich möchte einen leichten Einstieg in das CSS Grid bieten und wie man das eben halt in einem Joomla Template dann einbaut. Gut. Okay. Dann wollen wir mal direkt loslegen. Also, CSS Grid. Zunächst einmal ist es so, dass ich kenne das eben halt, wenn ich die Templates für meine Kunden mache, dann mache ich es so, dass ich mir wirklich einen Zettel nehme und die Desktop-Variante des Templates eben halt aufmale. Das Schöne an CSS Grid ist, wir sehen es schon, das hat so eine Tabellenstruktur. Das ist nämlich das super Geniale an CSS Grid. Wir können unsere geliebten Tabellenordnung wieder benutzen und aufbauen, ohne allerdings den Tabellentag im HTML zu benutzen. Ich gehe also her und sage, ja, ich definiere meine Tabelle vor, wie die Website halt dann mal aussehen soll. Das Ganze jetzt eben halt in der Desktop-Variante. Ich definiere hier zum Beispiel einen Header-Bereich und dieser Header-Bereich, wir sehen es gleich sofort, da geht über 2 Spalten. Das Gleiche passiert dann hier für das Top. Das soll dann auch gleich über 2 Spalten gehen. Hat eine eigene Zeile und geht über 2 Spalten. Wir haben hier nochmal einen Hauptmenübereich. Der geht nur über eine Spalte und eine Zeile. Wir haben einen Modulbereich. Der geht auch wiederum um eine Spalte und eine Zeile. Und wir haben einen Inhaltsbereich, der über eine Spalte, aber in dem Fall über 2 Zeilen geht. Dann haben wir wieder einen Footer-Bereich zum Schluss, eine Zeile, 2 Spalten. So, ich gehe her, ziehe meine Kästchen und schreibe mir Zahlen dran. Die Spalten sind von links nach rechts 1. Also wichtig dabei zu beachten ist, dass die Außenkante schon die 1 ist, in der Mitte die 2 und außen die 3. Genauso dann die Zeilen. Oben der Außenbereich angefangen ist wieder die 1 bis unten dann zur 6. Wenn ich an diesem Bereich definiert habe, kann ich eigentlich schon direkt loslegen. Ich fange dann an, erst die HTML-Datei zu schreiben. Wir sehen hier nach dem Body habe ich einen übergreifenden Container. Diesem Container, dem weise ich später dann auch die Grid-Eigenschaft zu. Da sage ich, alles das, was du dann hier gleich als Untercontainer innerhalb dieses Containers findest, das ist gleich Grid. Wir haben hier ganz normal unseren Header, also auch schön brav schon mit HTML5.
Wir haben hier unser Top-Menü. Da habe ich jetzt eben halt Einfachheit halber einfach nur mal eine Überschrift und ein bisschen Text hineingepackt. Wir sehen hier ein Modul fürs Hauptmenü. Und wir sehen dann den Container für den Inhaltsbereich. Gefolgt dann von einem Container, der nochmal Module beinhaltet. Und dann zum Schluss den Footer-Bereich. Etwas, was schon ein bisschen auffällig ist, ich habe die Modulpositionen. Im Layout sind die bei mir für die Desktop-Variante untereinander. Im HTML habe ich die allerdings getrennt, weil wichtig ist natürlich das Hauptmenü. Unwichtig, ist meine Meinung, sind dann so Dinge wie Besucherzähler oder Datum, wann die Seite zuletzt aktualisiert worden ist. Alles das, was man eben halt selber oder was für den Kunden in dem Moment nicht ganz so wichtig ist, er aber natürlich gerne haben möchte. Also ich habe wirklich Kunden noch, die wollen unbedingt einen Besucherzähler haben. Kriegen sie. Aber ich finde es eben halt unwichtig, weil wir kommen ja dann gleich eben halt auch auf die Smartphone-Variante. Das ist ein Ding, das kommt nach unten. Ja, wenn es einem das interessiert, dann scrollt er auch bis unten, um dann den Besucherzähler zu sehen. Aber das brauche ich nicht vor dem Inhalt, solche Sachen. Deswegen habe ich das hier auch schon dementsprechend direkt unterteilt. Ja, das ist jetzt vom Prinzip schon alles, was ich an HTML benötige. Man sieht, da ist jetzt so noch gar nichts CSS-Grid-mäßiges drin. Das eigentliche CSS ist dann hier. Ich habe dann schon so diesen Containern erstmal so ein paar Eigenschaften gegeben. Ich habe die Schrift hier definiert, alle solche Dinge. Ich habe hier den übergeordneten Container und hier ist jetzt wichtig Display Grid. Das muss ich ihm jetzt natürlich sagen. Alles, wie gesagt, was innerhalb deines Containers ist, also die Container, die du dort vorfindest, die sind jetzt bitte in der Grid anzuzeigen. Ich habe hier gleich auch eine Lücke definiert, eine Grid Gap. Wenn wir uns das nochmal anschauen, wenn wir uns jetzt die schwarzen Linien mal ein bisschen wegdenken, dann sehen wir hier jetzt Lücken von so ungefähr 10 Pixeln halt dazwischen. Das kann ich dann gleich mit dieser Grid Gap definieren. Ich gebe diesem Container, also ich bin kein Freund von Webseiten, die jetzt so 1200 oder gar 1980 Pixel Breite haben. Wenn jemand den Browser voll geöffnet hat, dann hat man das Problem, dass sich der Inhalt sehr schnell verliert. Wenn da nur 3-4 Absätze stehen im Inhalt, dann sieht die Website irgendwann sehr schnell sehr leer aus. Und das vermeide ich, indem ich halt einfach sage, geh einfach nicht größer als 980 Pixel in die Breite. So, hier ein paar Farbklamotten halt, damit wir dann die einzelnen Container auch schön unterscheiden können. Mehr ist hier jetzt im Großen und Ganzen auch nicht definiert in der CSS. Und jetzt kommen wir noch ein bisschen tiefer. So, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Grid. Und man kann es jetzt schon erkennen, das ist jetzt kein großes Zauberkasten, den ich hier aufgerufen habe. Und ich habe hier einmal eine Media Query Abfrage. Also, der Bildschirm, den ich halt sehe, sollte mindestens 650 Pixel breit sein. Dann mache bitte Folgendes. Der Header bekommt die Spaltenzuordnung 1 bis 3. Wir gucken uns das direkt vorne nochmal an. Der Header, das Blaue hier oben, Spalte 1, also der soll beide Spalten, also sprich von 1 bis 3. Wir sehen dann auch gleich hier dementsprechend die Zeilendefinition 1 bis 2. Schauen wir uns auch nochmal an, von da bis nach da. Ähnlich dann bei dem Top-Menü.
Nur, dass wir dann dementsprechend die Zeile von 2 bis 3 haben. Wir haben dann Module 1. Schauen wir uns mal eben an. In der Spalte von 1 bis 2 und in der Zeile von 3 bis 4. Dann habe ich hier noch eine kleine CSS-Spielerei. Das ist, dass ich diese Container eben halt ein bisschen hochziehen möchte und überlappen lassen möchte. Das kann man auch machen. Dabei ist zu beachten, dass der Container, der im HTML natürlich als zweites genannt wird, der nicht über dem ersten. Und so habe ich auch schon Möglichkeiten, so ein paar Designspielchen eben halt mit reinzubringen. Ich habe meinen Hauptinhaltscontainer. Auch da schauen wir uns mal die Spalte an. Der soll ja nur über eine Spalte gehen, nämlich von 2 bis 3. Die Zeilenzuordnung allerdings 3 bis 5. Das heißt, er soll über zwei Spalten laufen. Dann habe ich meine weiteren Module. Die sollen wieder von also in dieser Spalte zwischen 1 und 2 sein und in der Zeile 4 bis 5. Dasselbe passiert dann hier dann mit dem Footer, der dann über beide Spalten geht. Wir können es hier ablesen von 1 bis 3 und in der Zeile von 5 bis 6. Auch dieses noch einmal hier visuell dargestellt. So. Hier kann ich jetzt auch schon eben einmal schauen. Muss ich nochmal eben einmal nach oben. Genau, ich habe hier im dem Container Main, dem habe ich jetzt auch schon eine feste Größe zugeordnet. Das heißt, er soll nicht größer als 740 Pixel werden am Ende. Die Module, die haben eine Mindestgröße von 190 Pixel. Das sind Breiten, die ich vordefinieren kann, damit eben halt ich auch genug Platz wirklich am Ende für den Text innerhalb der Menüpunkte bekomme. Das finde ich immer ein extremes Problem. Die Kunden, die schreiben selbst dann auf diesen Menüpunkten meistens halbe Romane, obwohl ich denen da auch immer sage, bitte kurz und prägnant. Aber sie lassen sich halt oft nicht davon abhalten. Und da sind, sag mal, so eine Mindestbreite von 190 Pixeln sollte man echt für die Menüpunkte halt haben. Und ja, das Ganze können wir uns dann direkt halt auch mal live angucken. Ich mache das Ganze kleiner. Und siehe da, unterhalb von den 650 Pixeln, das heißt also, wenn er kleiner ist als 650 Pixel, dann wird automatisch in die Smartphone-Variante gewechselt. Sprich, meine Container werden untereinander angezeigt. Wenn ich gar nichts definiere im Grid-Bereich, und das ist praktisch gerade der Fall, ja, hier definiere ich eben halt die Mindestbreite 650 Pixel, aber ich habe nicht definiert, was passieren soll, wenn er drunter fällt. Dann wird automatisch, zeigt er meine Container untereinander an. Und das ist dann eben halt der Bereich, der dann eben halt dann auf Smartphones angezeigt wird. So, das kann ich dann weiter verkleinern. So, da sehen wir gerade, was ist denn hier mit dem Footer passiert. Der Footer verschwindet auf einmal. Das kommt daher, da ich doch ein bisschen mehr definiert habe. Den machen wir noch nicht. Wir gucken uns hier unten. Die maximale Größe 350 Pixel. Footer Display None. Den habe ich rausgeschmissen. Ich kann also gezielt Container rausballern, wenn ich sage, ein Wechselbild, welches mir dann in der Smartphone-Variante
den Header wahnsinnig groß machen würde. Und der User müsste ja erstmal wahnsinnig wischen, bevor er dann endlich an den Inhaltsbereich oder an den Menübereich bekommt. Und ich sage, dieses Wechselbild, nein, bitte nicht, weg damit. Dann fällt das raus, dann ist er weg. Oder eben halt in dem Falle, in meinem Beispiel jetzt, der Footer. Bitte? Die hat er jetzt im Moment aus der HTML-Datei. Das ist jetzt, wenn ich jetzt im Grid ihm keine Reihenfolge vorgebe, dann zieht er sich die Reihenfolge aus der ganz normalen HTML-Datei. Ja? Gut. Jetzt kann ich noch Späße machen. Na, Moment, da bin ich wieder. Jetzt kann ich noch Späße machen wie diesen hier. Ich weiß nicht, wofür man es gebrauchen könnte, aber ich finde es cool, dass man es kann. Ja? Das heißt, ab einer gewissen Größe, ab einer gewissen Größe soll er einfach die Position mal tauschen. Ja, hier sieht man jetzt auch die maximale Breite. So, das habe ich hier oben definiert. Wieder ein Media Query draufgesetzt, Mindestbreite 850 Pixel. Dann passiert Folgendes, Header Top Menü bleibt gleich. Module bekommen jetzt hier, man sieht es da in der Spaltendefinition, die sind jetzt eben halt von 2 bis 3. Da, wo ja eigentlich jetzt der Inhaltsbereich hockt, habe ich die Module gewechselt. Und wir gucken auf den Inhaltsbereich, der wechselt jetzt zwischen 1 und 2. Also da kann man wirklich richtig einfach coolen Scheiß, hätte ich beinahe gesagt, nein, sage ich nicht, mitmachen. Ich möchte nochmal eben zu dem Footer, der auf einmal verschwunden ist, zurückkommen, beziehungsweise dann eben halt dieses Element, was ihr dann in der Smartphone-Ansicht nicht mehr haben wollt. Ich habe einen Freund, der ist blind. Und ich habe ja auch schon mal einen Vortrag gehalten mit dem Heiko Kunert vom Hamburger Blindenverband. Und beide haben mir berichtet, dass die ein Problem haben mit Seiten, die responsive sind. Das heißt, deren Ansicht auf dem Handy eine andere ist wie auf dem Desktop-PC. Das Problem ist beim blinden Menschen, also wir reden jetzt von richtig Blinden, nicht Sehbehinderten, ne? Also von blinden Menschen. Die lassen sich ihre Website ja mit einem Screenreader, da wäre Jaws zum Beispiel oder ähnliche, dann vorlesen. Und das ist dann für einen Blinden so, wenn man dann eben halt etwas weglässt oder auch vertauscht, als wenn man im Wohnzimmer die Möbel umstellen würde und dem Blinden nichts davon erzählt. Das heißt, der bekommt auf einem Smartphone einen ganz anderen Inhalt vorgelesen halt als auf einer Desktop-Variante. Und das ist für Blinde ein ganz, ganz großes Problem. Und wir schauen uns jetzt mal hier einfach mal diesen Seitenquelltext an. Und wir sehen, hey, der Footer ist ja noch da. Im HTML wird er gar nicht ausgeblendet. Der ist drin, der bleibt auch da. Der ist nur für uns Sehenden, ist der weggelassen worden. Die auf dem Smartphone ja, jetzt ein bisschen Platz brauchen oder eine andere Anordnung, die benötigt wird, für die ist der Footer hier in dem Falle weggelassen worden. Aber der Screenreader erkennt den HTML-Text und liest es auch vor. Und das ist eben halt das super Geniale. Da werden im Wohnzimmer keine Möbel mehr umgestellt, sondern der weiß, wenn er mit dem Smartphone sich die Seite anzeigen lässt oder beziehungsweise vorlesen lässt, er weiß aus der Erfahrung heraus, wo er seinen Inhalt findet, wo er das Menü findet, wo er dann zumindest, wenn er den Besucherzähler sehen möchte oder hören möchte, an welcher Position er den finden kann. Also das ist eben halt bei solchen Menschen extrem wichtig. Und das erreiche ich mit CSS Grid. Eine berechtigte Frage wäre jetzt, soll ich alles andere vergessen? Kann ich alles andere jetzt in die Tonne kloppen? Nein, kann man nicht oder sollte man nicht. Wir schauen dafür mal direkt
Ich habe jetzt auch ein Template, also für mich, für meine Firmenwebsite schon vorbereitet. Ihr seht, also da ist jetzt wirklich nichts irgendwie Wildes dran. Also meine Index.php, da habe ich eben halt ja diese Container und in der CSS habe ich dann ganz einfach die, Moment, machen wir es mit dem, mal mein Grid eben halt reingeschrieben. So. Und jetzt gucken wir mal eben an. Achso, wir können uns auch mal eben die Seite mal angucken, wäre vielleicht auch praktisch. Nicht wundern, die Hauptseite ist noch mit fester Laufweite. Aber wir gehen hier mal in diesen Testbeitrag rein, so. Ja, da seht ihr auch diese feste Laufweite. Wir gehen kleiner und schwupp, irgendwann wird eben halt das Wechselbild ausgeblendet, weil es mir einfach dann zu viel Platz wegnimmt und dieser Scrollbereich einfach viel zu heftig wäre. Was man auch machen kann, ich kann ein Grid innerhalb eines Grids erstellen. Tabellen sind immer noch der Tod eines jeden Responsive Designs. Immer noch. Auch gerade bei Grid. Wenn ich da eine ta richtige Tabelle reinpacke und die hat ihre Breite und braucht für den Text auch die Breite, dann haut es mir auch das Grid-Design kaputt. So eine einfache Geschichte, dass eine Tabelle mit zwei Spalten zum Beispiel, wie man zum Beispiel bei Kontaktdaten benötigt. Ich habe ein Foto desjenigen, ich habe dann die Kontaktinformationen, Adresse, Telefonnummer. Passiert in Firmen mit Abteilungen, Einkaufsabteilungen und Verkaufsabteilungen recht häufig. Und das möchte ich jetzt einigermaßen vernünftig darstellen. Habe ich die Möglichkeit, ein Grid halt innerhalb des Grids zu machen. Und das ist eben nichts anderes, als dass ich hier rundherum wieder einen Container gelegt habe, dem ein Grid zugeordnet habe und diese einzelnen Sachen, die Bilddarstellung und die Adressdarstellung, wieder einzelne Container sind, die ich in HTML dann festlege und im CSS-Grid dann halt definiere, wie es dann aussehen soll. Da, ab einer gewissen Größe wird das dann eben halt kleiner. Wir gucken jetzt auch nochmal, Moment, ich ziehe mal wieder größer, größer. Jetzt haben wir die Situation, dass sich die Module auf die Seite wieder eingeschaltet haben, der Inhaltsbereich aber wieder sehr klein geworden ist. Und mein Grid innerhalb des Inhaltsbereiches dann wieder auf die Darstellung untereinander wechselt. Und ab einer gewissen Größe kommt das dann wieder nebeneinander. Also das ist, wie ich finde, richtig genial und es ist genial einfach. Ich muss jetzt hier kein großer Entwickler sein, um dieses Grid innerhalb eines Templates anwenden zu können. Und das ist gerade, ne, wieder meine Kunden, mein Budget, das Budget, was die halt haben. Oder eben halt auch, dass ich selber ja auch nicht entwickle und auch nicht programmiere. Für mich ist das Tool, wo ich sage, ja, darauf fahre ich total ab. Aber was ich eben noch zeigen wollte, war hier für das Hauptmenü. Da wollte ich doch noch mal eben in die CSS. Muss ich mir eben die Stelle suchen. Da kommen die ganzen Media Queries. Da ist da. So. Diese Flex-Geschichte, die eignet sich jetzt gerade in dem Moment hervorragend für das Top-Menü. Ja, also Flex ist nicht tot wegen Grid, sondern ganz im Gegenteil, die Kombination jetzt aus diesen beiden Geschichten öffnet mir dann eben halt hier auch wieder ganz gute Möglichkeiten.
greife dann das Flex wieder. Ja, ich habe ein Problem habe ich mit dem CSS Grid noch. Und zwar, ich kann es mal darstellen, ich habe nämlich hier dieses Hauptmenübereich mal rot eingefärbt. Wenn da jemand dabei ist, der mir eine Lösung präsentieren könnte, da wäre ich glücklich und würde 3 Kilometer hochspringen. Ich habe auch über den CMS-Garden schon mit den Drupal-Jungs, mit WordPress-Frontendlern, aber die können mir alle nicht helfen. Und vielleicht hat bei euch jemand eine Lösung. Folgendes Problem. Mein Inhaltsbereich ist jetzt so klein, dass die, dass sich die Module hier vorne auch vernünftig aufteilen, in dem Falle jeweils zur Hälfte. Und das sieht schick aus, das sieht okay aus. Wenn jetzt allerdings mein Inhaltsbereich wächst, ja, und das tut es ja automatisch, wenn der Platz dafür kleiner wird, oder dementsprechend der Beitrag ist jetzt mal länger, da gibt es einen Beitrag, der ist kürzer, und diese zwei Zeilen, die dieser Inhaltsbereich ja jetzt, über die er geht, der teilt sich nämlich jetzt immer noch zur Hälfte auf. Und genau da liegt mein Problem. Wenn ich jetzt hier ein Hauptmenü habe, wir haben es jetzt hier bei mir gesehen, ich habe es jetzt einfach so gelöst, es ist eher eine schmutzige Variante, dass ich hier generell den Burger-Button halt reinbringe. Ja? Hier hätte ich natürlich jetzt gerne ein Menü mit Menüpunkten. Nur wenn an dieser Stelle das Menü um einen Menüpunkt wächst oder schrumpft, dann habe ich das Problem, dass das dann, na, wo bin ich wieder? Dass das dann hier natürlich nicht mehr schön aussieht, weil ich da eine dicke, fette Lücke reinbekomme. Ich kann zwar die Höhe der Zeile mit Pixeln definieren, ja, das kann ich. Das hilft mir aber nicht. Wenn ich dann einen Menüpunkt dabei bekomme, müsste ich aktiv in das Template eingreifen und die Pixelzahl dort erhöhen. Ich suche etwas Automatisches. Ja, dass, wenn das Menü größer wird, dass dann automatisch sich der Zeilenbereich hier dann anpasst. Aber anscheinend gibt es das noch nicht. Also wie gesagt, die anderen konnten mir leider alle nicht helfen. Bei Contao habe ich es auch probiert. Ja. Ja. Aber nicht mehr als darf. Ja, ich wiederhole mal eben kurz. Die Idee war, noch eine dritte Modulposition nochmal. Ja, ja. Da reinbringen. Ja, aber wie gesagt, dann vermehrt sich dann, also es kommen wieder Menüpunkte dabei und dann muss dann wieder per Hand wieder eingreifen, trotzdem wieder eingreifen, dass das wieder ausgenommen wird. Das ist alles leider. Also da verzweifle ich leider noch. Ja, also meine Intuition ist nicht mit JavaScript zu machen, sondern meine Intuition ist das eben halt mit Grid zu lösen. Auf the simplest way. Ja. Aber wie gesagt, wenn da jemand was weiß oder so, darf er gerne zu mir kommen und da bin ich. Da wäre ich echt froh darum, wenn ich das Problem lösen könnte. Ja. Ja, jetzt haben wir es hier schon in der Anwendung gesehen. Es ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, das muss man halt auch sagen. Aber es ist eben halt, ich finde, für mich und meine Kunden ist es ein geiler Scheiß. Wo ich jetzt auch nicht so richtig, wo ich mich auch noch einarbeiten muss, das muss ich zugeben, das sind diese Media Queries. Wie die dann reagieren. Was man vielleicht auch noch machen sollte, ist, dass sich zum Beispiel die Schriftgröße ändert, sobald die Anzeige kleiner wird. Gehe ich nochmal eben. Nein, in die CSS. Wenn ich jetzt also hier zum Beispiel der maximale Breite 350 Pixel ist,
dann sollte ich möglichst hier auch versuchen, die Schriftgröße anzupassen, also größer zu machen, damit man das dann dementsprechend halt noch lesen kann. Weil die Schriftgröße, die wird nicht automatisch mitvergrößert. Das sind so kleine Kleinigkeiten, wo man dann halt noch drauf aufpassen sollte. Wie gesagt, die Media Queries, da muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, dürft ihr mich jetzt auch nicht ganz ausfragen und nachfragen. Ich meine mich zu erinnern, dass es zu den Media Queries beim letzten oder vorletzten Joomla Day auch einen Vortrag gegeben hat. Also da bitte ich euch auch nochmal zu schauen, was man da alles machen kann. Also ich habe gesehen beim Media Query, da gibt es auch eine Anfrage, ob es ob das Fenster, was geöffnet ist, ob das Landscape ist, also ob die Breite größer ist als die Höhe und eben halt andersrum. Ob dann dementsprechend die Höhe größer ist als die Breite. Da gibt es halt auch noch Möglichkeiten, nach abzufragen und dementsprechend die Darstellung dann anzupassen. Okay, hat jetzt zu diesen Grundlagen zu CSS Grid jemand noch eine Frage? Ja, gute Frage nach der Browserunterstützung für CSS Grid. Der Internet Explorer, also da haben wir den 11er, ne, der unterstützt es nicht. Das heißt, alle Windows 7 User, so wie ich einer bin, die sollten den Internet Explorer nicht einschalten. Ich habe auch noch sowas wie ein Lumia 550 hier in meiner Tasche. Da ist zwar schon der Edge drauf, aber da ja auch Microsoft dieses Projekt eingestellt hat, läuft das Ganze nur noch bis zum Edge 15. Und die CSS-Grid-Unterstützung läuft bei Microsoft ab dem Edge 16. Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, es sind beides Sachen, die aussterben werden. Das heißt, das Microsoft Phone hat kaum irgendjemand sowieso vorher gekauft, außer vielleicht ich. Von der Seite kann man diese Nutzer, glaube ich, auch spätestens in einem Jahr werden die ein anderes Smartphone sich geholt haben. Windows 7, da wird die Unterstützung Januar 2020 aufhören. Also sprich, spätestens da sollten alle Windows 7 Nutzer dann auch auf Windows 10 umsteigen. Das werde ich dann mit meinem Rechner auch tun. Ja, also das muss man im Auge behalten. Wenn jemand sagt, nein, Internet Explorer 11 und Edge 15 sollen unterstützt werden, dann gibt es Wege. Microsoft hat da so seine eigenen Befehle, die man dann noch so mit einbauen kann. Ist aber halt immer lästig, wenn ich dann für jede Grid-Zeile nochmal eine Microsoft-Zeile einfügen muss. Es ist einfach doof, da stimme ich voll zu. Auf der anderen Seite, ich bin ein Verfechter, einfach nicht mehr anbieten, fertig. Ich meine, klar, sagen, hey, ich will, aber ich muss als Windows 7 mir Mozilla runterladen, Chrome, wenn ich gut, als Microsoft-Phone benutze, ist es halt so. Aber ich finde, für diese kleine Klientel jetzt Microsoft-Phone, da müssen wir wirklich nicht mehr drauf achten. Also ansonsten, alle anderen Browser in den aktuellen Versionen können es schon, seit fast einem Jahr. Wie gesagt, Microsoft ist jetzt Anfang des Jahres mit dem Edge 16 dazugekommen, als letzter. Ja, Microsoft nutzt eben halt das als Instrument, dass die Leute sich die neuesten Betriebssysteme holen sollen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das haben die ja schon früher so gemacht und da ziehen die halt leider weiter durch. Ich meine, im Grunde genommen haben sie ja auch recht. Muss man ja auch mal sagen. Wer ich sage immer noch ein Windows XP benutzt, der gehört eigentlich als User erschlagen. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ne? So, und also versucht Microsoft auf diese harte Tour. Nur Microsoft ärgert uns Entwickler, oder ja, Entwickler dementsprechend. Weil wir dann diese alten Browser eben halt auch noch mitnehmen müssen. Ja, gut. 34, wir sind recht fix. Ich möchte euch jetzt noch ein paar Tools zeigen.
mit denen ihr noch ein bisschen, wenn ihr mehr über CSS Grid erfahren wollt. Jetzt muss ich ehrlich gestehen, muss ich da auch mal ein bisschen nachsuchen. Da gibt es so einen Garten, glaube ich. Ja, da ist er. Das ist auch recht witzig gemacht. Hier kann man dann in recht einfachen Schritten dann CSS-Grid dann auch mal lernen. Hier lernt man dann auch, wie ich zum Beispiel auch Spalten in Pixeln, festen Breiten definieren kann, wenn ich möchte. Ich kann Befehle zusammenfassen. Ja, also ich kann da einiges auch an Tipparbeit mir sparen. Das alles kann ich hier zum Beispiel in diesem CSS Grid Garden eben halt lernen. Ist wirklich eine sehr witzige Geschichte. Dann muss ich mal schauen, da gibt es aber auch noch ein paar andere Tools. Jetzt muss ich mal eben schauen. Also dieser Garn ist mir im Kopf hängen geblieben. Meine Frage mal da in die Runde. Da gab es noch ein paar andere nette Tools. Kennst du auch noch diesen Garn? Ja, okay. Aber da müsst ihr einfach mal ein bisschen nachsuchen und da werdet ihr auf jeden Fall auch fündig. Gut. Wie gesagt, Jake, diese Media Queries, da lohnt es sich, denke ich, auch auf jeden Fall mal reinzugucken. Ja, das muss ich hier eben halt auch noch machen. Gut. Sonst keine Fragen mehr? Sigrid? Kannst du dazu sagen, wann CSS geht, wann Flexbox? Was ist ein Vor- Die Frage war gerade, wann Flex und wann CSS Grid. Da muss ich jetzt auch wieder ganz ehrlich sein, da ich jetzt auch mit Flex vorher nie was gemacht habe und bei dem Hauptmenü stand ich eben halt vor dem Problem, dass ich, mal eben gucken, da haben wir mein Display Flex, dass ich diese Anordnung der Menüpunkte, also das war dann wirklich ist dann mit Grid ja nicht zu machen, weil hier geht es ja, ist praktisch eine Zeile, die ja irgendwo dann in den Menüpunkten her umbrechen soll. Und das ist dann zum Beispiel ein ausschlaggebender Punkt für Flex. Ne? Das ist jetzt so der einzige Punkt, wo ich jetzt gesehen habe in meiner Art der Template-Gestaltung, wo ich dann dieses Flex einsetzen müsste. Also weil da, wo Menüpunkte sind, die dann eben halt in der Anordnung umbrechen müssen auf weniger Platz, da nutze ich dann dementsprechend Flex. Ich sag halt jemand, dass er Flex bis IE 10 runtergeknüppelt hat. So hast du dann einfach mit UL gemacht, anordert List, und dann kannst du da einfach sagen, dass das nicht ein Block-Element ist, sondern ein Inhalt. Dann geht das genauso. Das war das Gleiche. Eine andere Variante, das Menü umzubrechen mit Block war das, ne? Und Inline. Genau. Ja. Ja, mit Sicherheit. Ja. Und zwar zum Beispiel für Blinde, die benutzen dann Screenreader, ja. Auch für Suchmaschinen, die benutzen dann ihre Spider, um die Seite zu suchen. Was hat das für einen Effekt auf deine Seite, wie sie von diesem Programm gesehen wird, wenn du da jetzt Media Queries und CSS Grid benutzt? Also du kannst da Sachen rumfassen und so weiter. Also diese Grid-Geschichte wirkt sich nur auf das Display aus, sprich auf die Darstellung. Nicht auf den HTML-Code. Und da der Screenreader keine CSS liest, sondern nur den HTML-Code, sieht er dementsprechend nur den HTML und dementsprechend den Inhalt, den er dort findet.
Ja. Kein, also macht natürlich Unterschied, ob ich es generell aus dem Ende oder in der Media-Query. Ist die Frage, ob ich jetzt so schaue, dass man das sagt, okay, wenn es in der Media-Query ausgewendet wird, dann finde ich das noch okay. Aber wenn es aber generell ausgewendet wird, ja, ist es ja beschiss. Ja. Also, ja. Das ist etwas, was ja da ist. Genau, die meisten Schrift. Richtig. Ja, richtig. Ja, ich wiederhole mal eben den berechtigten Einwand. Es geht um, ich zeige es dann auch nochmal. Es geht um das Ausblenden der Container, zum Beispiel hier mit dem Display None. Der Einwand war, ob Google da nicht allergisch drauf reagiert, wenn ich etwas einmal verberge, verdecke, aber im HTML-Code ist es noch drin. Da muss ich dir jetzt einmal recht geben. Google reagiert auf diese Sachen oder hat allergisch darauf reagiert, auf dieses Display. Ähnlich, ja, eben halt, ich wiederhole es auch nochmal, weiße Schrift, weißer Hintergrund. Genau das ist das, was Google ja nicht möchte. Ob Google jetzt diesen Media Query dann liest und feststellt, ah ja, in anderen Darstellungen ist der Inhalt da und jetzt nur für diese Darstellung ist er weg. Das kann ich dir leider noch nicht sagen, das weiß ich nicht. Die allgemeine Meinung ist, dass Google das nichts mehr ausmacht. Dass Google sagt, ja, das ist mittlerweile ein Hilfsmittel, ein Werkzeug, welches ich dann jetzt auch mal akzeptieren muss. Ich hoffe mal, dass Sie das dann in Verbindung mit diesem Media Query dann sehen und dann auch merken. Aber ich habe da jetzt so leider keine weitere Erfahrung oder Kenntnisse, ob Google da jetzt allergisch drauf reagiert oder nicht. Richtig, gut. Also hier war der Vorschlag, das Ganze dementsprechend auszublenden außerhalb des Bildschirmsbereiches. Ist auch eine Möglichkeit, klar. Ja, kann man machen. Das nutze ich ja auch schon in meinen Templates, wenn man mal die also das ist jetzt mit meiner festen Laufweite. Ich nutze das mit diesem Ausblenden. Stimmt, da hast du recht, das hat mir auch eine gute Idee gebracht. Das Hauptmenü, der Titel, der steht jetzt hier irgendwo ganz weit außen und ist dementsprechend aus dem sichtbaren Bereich. Aber ich habe eben halt nicht Display None benutzt. Richtig. Ja. Das da, das ist eine Idee, das dann so zu verwenden. Ja. Ich glaube, da der Flugzeug kann ich ein bisschen beruhigen. Es ist anscheinend so, dass die dann doch eine Analyse machen, was da dort vorkommt. Und die sind da ein bisschen schlauer. Ja. Ja, ich habe wie auch auf der Contao-Konferenz und die Jessica von WordPress, die habe ich gefragt, die sagte dann auch, dass Google da wohl schon gemerkt hat, Mensch, das ist doch ein Tool, was man hier sehr gut nutzen kann und ja, in der Hoffnung, dass sie es dann auch so machen. Ansonsten hätte ich noch einen Vorschlag, und zwar, ja? Du hast ja in HTML die Reihenfolge von den Diffs. Ja. Ja, also der Einwand war gerade hier das Hauptmenü nach unten zu packen, damit dann erst der Inhalt vorgelesen wird bei den Screenreadern, dass der dann Priorität bekommt. Kann ich dir sagen, da gehen selbst die Meinungen der Blinden auseinander. Der eine Blinde mag es, wenn dann sofort der Inhalt kommt, der andere Blinde mag es, wenn dann doch erstmal wieder die Navigation kommt. Der Blinde, der sich mit JAWS auskennt, der weiß auch, dass er dementsprechend Menüs dann überspringen kann. Ja, das ist, wenn ich dann eben halt die richtigen Tags dann benutze, dann wird das dementsprechend übersprungen und dann ist der auch in zwei, drei Sekunden an seinem Inhaltsbereich. Also
Also der, die Meinung von dem Heiko Kunert vom Blindenverband ist, das ist völlig in Ordnung so, wenn er erst die Navigation kommt, wenn die Website von dem Containeraufbau her auch recht einfach gehalten wird. Das ist ja schon vorbei. Ja, genau. Wenn ich weiß, was auf der Seite ist und ich komme erst Inhalt, und erst dann zur Navigation, dann bin ich auch beschlossen. Genau. Seite klicke, ja, Einwand. Einwand war gerade, wenn zum ersten Mal die Seite aufgerufen wird und die Navigation erst ganz unten ist und dann der erste Inhalt kommt. Es ist, also bei den Blinden weiß ich, ist es Geschmackssache. Ne? Aber besser ist, wenn man klar definiert, eben halt auch für die Blinden, so dass es die Navigation, dann kommt der Inhaltsbereich, dann wissen die auch, wenn die eine neue Website sich aufrufen, dass die dann eine Reihenfolge bekommen, die sie kennen. Ne? Gut, okay, wenn keine weiteren Fragen sind, dann danke ich mich für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Testen. Danke.